Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde, die kleine Jack Russell-Hündin Mira, vorgestellt vor einer Woche, hat Interessenten gefunden. Mit dieser positiven Vermittlungsnachricht beginnen wir heute unsere Folge von Tiere suchen Menschen. Nun stellen wir erneut einen Kater mit spanischem Chip vor, der in Gotha in einem Gewerbegebiet in der Friemarer Straße gefunden wurde. Um diesen Fund herum rankt sie wahrscheinlich eine tragische Geschichte. Der vor 2 Wochen vorgestellte Kater mit spanischem Chip und der heutige könnten Geschwister sein. Anwohner des Fundortes haben Tierheimleiterin Katrin Mattes berichtet, dass sie ein weißes Auto beobachten konnten, aus dem 4 Katzen geschmissen wurden. Außer den beiden Spaniern eine schwarze Katze mit weißem Lätzchen und weißen Füßen. Diese wurde von einer Anwohnerin gleich adoptiert. Weiterhin ein schwarzer Kater, unkastriert und sehr verschreckt. Er lässt sich noch nicht anfassen, wird aber angefüttert und soll dann auch in die Arche Noah kommen. Die 2 Katzen mit dem spanischen Chip sind schon kastriert. Das wurde vermutlich im spanischen Tierschutz gemacht, bevor sie nach Deutschland kamen. Tierheimleiterin Katrin Mattes hat sich mit der Firma, die Chips hergestellt hat, in Verbindung gesetzt und hofft dadurch zu erfahren, welche Tierschutzorganisation in Spanien diesen Chip benutzt. Weiterhin hat die Tierheimleiterin Kontakt zu Tierschutzvereinen aufgenommen, die spanische Katzen zu weiteren Vermittlungen aufnehmen. Vielleicht werden auf diesem Weg die Besitzer gefunden, die nicht unbedingt auch die Aussätze sein müssen. Es gibt Katzenhasser, die Samtpfötchen einsammeln und an anderen Stellen wieder aussetzen, damit sie keine Katzen mehr in der Nähe haben. Die Tierheimleiterin appelliert an Nachbarn, Bekannte und Freunde, die etwas zur Aufklärung dieser tragischen Geschichte berichten können. Gab es irgendwo mehrere Katzen, die jetzt weg sind, oder suchen Besitzer ihre Samtpfötchen? Sollten sich für die beiden Spanier keine Besitzer melden, suchen die 2 sehr schönen Kater schnell ein neues Zuhause mit Freigang. Denn solch stolze Matadoren können nicht nur in der Stube sitzen.